Hallo Leute, es ist Full of Games und jetzt willkommen zum EDPL-Kampf gegen den Epic. Und ja, das wird ein etwas interessanterer Kampf, weil der Epic hat ein sehr, sehr bulkiges Team. Ein Megalatias, Heatran, Superior. Superior ist sehr gefährlich, das kann sehr schnell, ja, sweepen, wenn ich nicht aufpasse. Nachtara, Mimikyu. Mimikyu ist auch gefährlich mit Seestein. Ein bisschen unnütz, weil er kann nicht jetzt die plus Seestein spielen, aber das passt. Gyarados, Magneton, Donphan, Affe, Befeion und Glaceon. Und naja, da ist der Bulk ist und so weiter und sowas wie Megalatius halt echt neu sein könnte, muss ich halt mich dagegen vorbereiten und halt irgendwie gucken, dass ich Dinger down gechippt bekomme. Zum Glück habe ich einen Mon, was super, super geil gegen ist, und das ist einfach Mobbreaker, Leftovers, Bulky Excadrill mit Toxic. Weil Toxic kann nicht gesynchronized werden von Umbreon. Ich tank halt Hits von Megalatius, kann halt mit EQ Mobbreaker halt immer den Sub brechen mit 16 EVs, dann auch mit dem Max Death ist. Kann den Toxic in Iron Head O-Code immer das Mimikyu und ich gehe auch durch das Disguise und generell bin ich einfach gegen das Team ziemlich geil und ich habe noch Spin Support und bin schneller als sowas als wie Heatran. Das ist einfach ein richtig, richtig gutes Mon gegen ihn. Dann habe ich Tapu Koko, da war es schneller als ein Scarf Magneton mit Max Speed. Ich habe den Ferium Z, weil damit treffe ich das meiste in seinem Team, auch Megalatius und so weiter ziemlich, ziemlich stark, was ich möchte und Superior und was auch immer. Tierbot ist natürlich auch dann ziemlich nice, Grass und damit treffe ich das Donphan ein bisschen stärker, U-Turn wegen Momentum. Gigalith mit der Partial Berry, damit ich halt einen Hit von Gyarados tanken kann, wenn er auf plus 1 ist, hat Aurochs natürlich in dich tanken, ein bisschen Hits, dem Ding, vor allem von Vivillon, was ganz nervig sein könnte, aber ja, muss ich mal gucken. Scarf Cure Black als Haupt-Revenge-Killer in diesem Team, vor allem sowas wie plus 1 Gyarados Revenge damit oder plus 1 Vivillon oder sowas, was halt ganz nervig sein könnte. Slowking, was auch die Rindleberry trägt, weil Superior können gefährlich werden und ich tanke halt einen Hit von Superior, wenn ich hier Rindleberry habe und kann das Ding T-Waven. Dann ist nicht mehr so ein großer Threat und generell wall ich halt mit dem Ding halt auch ein paar Mons wie, ja, sagen wir mal Gyarados halt und Donphan und ja, da möchte ich dann halt auch was machen können. Toxie wäre ganz nice, aber gut, dann ist es so. Und Stoutland ist nochmal schneller als sehr viele Mons und hat halt 6 Scarf Return, was sehr viel Damage macht. Superpower gegen die Steals, Iron Head gegen Mimikyu, weil ja, er kann halt nicht Shadow sneaken und Toxic einfach gegen die Bulky Mons und da würde ich mal sagen. Ja, gucken wir mal, wie der Kampf werden wird und ich würde mal sagen, good luck, have fun. Er bringt interessante Monster bei, mit, er hat Superior nicht dabei. Boah, ich bin so happy, weil Superior ist so ein gefährliches, doofes Pokémon, er will ja dabei. Das heißt, ich werde mit Tapu Koko leaden, einfach damit ich den Electric Surge rausbekomme, weil der Punkt ist halt, meine nämlich Sleep Powder Turn 1, super, und Two-Timer Anfragezeichen. Weil der Punkt ist halt, wenn nämlich Sleep Powder Turn 1 und ich habe Electric Surge und Electric Chilling draußen, dann passt das, da kann ich ja nicht sleepen und dann passt das Ganze. Und er macht mir halt auch nicht so viel Damage, weil sein stärkster Move, mich zu treffen, ist vermutlich einfach Hurricane und das ist halt resisted. Good luck, egal, ein Schnittchen. Ja, ich will den Timer anmachen. Ja, okay, das Smiley war nicht darauf. Aber der Punkt ist halt, ich weiß nicht, ich bin halt so der Timer-Fan. Ich hab das ein paar Mal erklärt, ich muss das nicht nochmal erklären. Ich finde halt einfach, Timer ist viel kompetitiver, als wenn man keinen Timer drin hat. Aber ja, das ist halt einfach eine Diskussion für einen anderen Tag. Liede mit Heatran, das ist vollkommen okay. Dann würde ich einfach mal sagen, ich werde einfach meinen Gigalith gehen. Und zwar einfach straight, weil ich kann Scarf sein, ich möchte das nicht riskieren. Wir kriegen halt Sandsturm und kriegen die Rocks, dann was halt ziemlich nice ist. Er kriegt zwar seinen Rocks, aber das passt. Weil der Punkt ist halt, ihn treffen die Rocks viel mehr als uns. Das heißt, er möchte eher defoggen und wenn wir jetzt Rocks legen, dann hat er quasi so eine kleine Initiative, dass er unbedingt die defoggen möchte. Generell aber eigentlich hat er gar nicht so viel gegen Gigalith, was mich so ein bisschen wundert. Weil Gigalith ist halt eigentlich so ein Mon, das, ja, das sollte eigentlich halt einfach besiegbar sein, aber irgendwie sieht zwar eben gerade irgendwie nicht so gut dagegen aus, aber mal gucken. Er wechselt in Umbreon, wir könnten das Ding jetzt toxicen, was halt ein Play wäre. Das Problem ist natürlich, dass wir dann getoxic werden. Das wäre vielleicht nicht so geil. Wir könnten in Excadrill gehen, aber ich möchte das Ding eigentlich nicht gechippt haben, aber vielleicht ist das der Play. Alternativ können wir, wie gesagt, einfach doch toxicen und mal gucken. Ich glaube, Excadrill könnte aber trotzdem ein Play sein, einfach damit wir halt den Spin rausbekommen. Mal sehen, was er machen möchte. Er drückt einfach den V-Play. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Damage machen würde, ganz ehrlich, gegen... Holy shit. Ich hätte jetzt legit gedacht, dass Umbreons V-Play halt, okay, das war nicht so gut. Ja, wir müssen in Koko, weil der Punkt ist halt, V-Play macht viel zu viel Schaden, holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel machen wird. Möchten wir jetzt einfach mal, oh Gott, das war jetzt unerwartet, dass das so viel Damage macht. Ich T-Bolt jetzt einfach mit Damage zu kriegen. Er wechselt näher dran, das passt, weil wir sind immer noch Electric King geboostet, das macht nicht so viel. Das ist okay, das ist vermutlich ein Special Defensive bei dem Damage, würde ich mal einfach behaupten. Her dran, ja, okay, das passt, Special Defensive. Drücken wir U-Turn, kriegen einfach Chip Damage und können unser
Dings wechseln, Gearlift, obwohl, na, ich würde einfach mal sagen, wir wechseln erstmal in Slowken, weil der Punkt ist halt, Earth Power ist ziemlich offensichtlich und ich möchte eigentlich jetzt nicht unnötig in der Mitte, genau, Earth Power kommt raus. Kommt leider ein Crit, aber gut, damit kann man nicht, ja, das ist halt okay, da kann man nichts gegen machen. Ich würde einfach einen Scaldup folgen, weil der Punkt ist halt, wir riskieren da eigentlich nicht viel. Selbst wenn er so einen Solar Beam hat, sollten wir den tanken, weil wir halt die Rainbow Berry tragen. Und, ja gut, aber Umbreon ist ein Problem, das Ding muss auf jeden Fall getoxic werden. Vermutlich werden wir das mit Gigalith machen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Umbreon in Gigalith wechseln würde, aber vermutlich ist es einfach der Plan, irgendwann mal das Ding zu toxigen. Er hat vermutlich V-Play, Wish, Protect und dann vermutlich Heal Bell, das heißt, er kann sich die Toxic-Artikel wieder wegmachen. Aber gut, dann müssen wir einfach gut drumherum spielen. Wir müssen auch rausfinden, ob er spezialdefensiv oder physisch-defensiv ist, das wissen wir nämlich noch nicht. Aber ja, er wechselt jetzt den Umbreon raus. Hoffentlich kriegen wir nicht einen Burn, das wäre jetzt ein bisschen annoying gegen Umbreon. Aber okay, nee, gut, wir kriegen zum Glück nicht den Burn. Wir können wieder einen Koko wechseln, aber es müssen. Ich glaube, wir versuchen das Ding einfach zu toxiken mit unserem Gigalith, weil das Ding ist halt gefährlich. Ah, wir können auch ein. Nee. Wir wechseln in Gigalith, weil der Punkt ist halt, der drückt Wish, aber wir kriegen jetzt einen Toxic auf irgendwas. Er wechselt halt nicht in Heatran und Toxic ist halt nice und ja, wir werden zwar getoxikt, aber gut, dann ist das halt eben so. Xingonize kommt raus, aber gut. Das sind halt eben Sachen, mit denen wir leben müssen. Die kriegen wir auch nicht prevented. Ich weiß gar nicht, wie viel macht jetzt eigentlich nochmal V-Play gegen ein. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel macht gegen Excavator. Ich weiß nicht. Ich hab das irgendwie. Ich hab's gesehen in der Vorbereitung. Ich habe nicht gedacht, dass das so viel macht. Das ist jetzt ein bisschen ein neuen. Wir können nochmal V-Play drücken, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Wir könnten. Wenn er halt hier wäre, würde es jetzt drücken. Ne? Ich könnte jetzt einen Excavator wechseln, aber dann wäre das quasi so ein Second. Das Ding ist halt eigentlich. Noch ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, ja, Tapu Koko sollte der Play sein. Mal sehen, ob er hier wer hat. Und, ja, das Ding ist ein Problem. Vor allem, da Tapu Koko jetzt hier keine Recovery hat. Ich könnte jetzt ich glaube, die Toxie, die sieht er irgendwie. Okay, wechselt in den Heatran. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber mit einem weiteren T-Bolt killen wir halt das Heatran, was halt ziemlich, ziemlich gut ist. Wir haben halt den 47 gewastet, aber okay. Wie gesagt, T-Bolt killt jetzt das Heatran. Das ist immer das Wichtige. Sandsturm geht uns richtig auf die Nerven. Vor allem, ja, gut, aber immerhin ist Heatran weg. Ich meine, ein Fred weniger ist immer wieder gut. Ich meine, je nachdem, was er für ein Set ist, können wir halt einfach mit Stoutin einfach die ganze Zeit Return Spam. Er wechselt jetzt in Mimikyu, das ist unter Umständen natürlich ziemlich, ziemlich gut für ihn, aber vor allem Excavator Tank ist auch kein Net mehr. Oh Gott, das ist alles ein bisschen nervig gerade. Ich könnte U-Turn, er könnte Shadows nehmen, aber ich möchte. Brauche ich den? Nee. Okay, wir U-Turn, perfekt. Und der Disguise ist gebrochen. Wir können jetzt den Sandsturm rausholen, weil wir killen damit Iron danach und unser Gigalith abwerfen wäre, glaube ich, nicht so schlimm. Deswegen sacken wir das Ding am besten jetzt einfach, wenn er ist, die, dann passt das Ganze. Revenge in India, drückt aber Play Rough, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das passt. Es ist live, okay, gut, dann wechseln wir jetzt einfach hier in unser Stoutin, drücken einfach Iron Head, weil wir sind auf der sicheren Seite, weil er kann uns mit Shadow Sneak halt auch nicht treffen. Und gut, Iron Head knockt das Ding aus, perfekt. Das heißt, das Mimikyu ist down, ein Feld weniger, aber es ist halt echt nervig, hier dieses Umbreon zu facen. Gut, der wechselt jetzt in Umbreon. Ich drücke einfach mal Return, möchte mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ja, machen gar nichts. Das ist super, super annoying. Ja, ich weiß nicht gerade, was ich gegen dieses Umbreon machen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie, ja, irgendwie so die ganzen Möglichkeiten. Er ist halt physisch defensiv, ne? Sehen da gerade ein bisschen schwer aus. Physisch defensiv heißt, dass er da irgendwie mehr machen wird. Wir müssen einfach, glaube ich, Toxic Spam und hoffen. Er wird jetzt halt wishen, ne? Ich drücke nochmal Return, weil er wird jetzt halt sowieso wishen, das ist ziemlich, ziemlich klar. Und danach wird er protecten. Das heißt, ich wechsle jetzt ein Excadrill. Ich kann nämlich die Rocks wegspinnen und die Rocks bleiben hier auch. Also wenn auf unserer Seite nicht mehr kommen. Das heißt, das wäre ein Vorteil. Excadrill könnten. Wir können jetzt auch Toxiken rein, theoretisch, aber wir wollen den Spin eher, ja. Könnte besser sein, weil wir kriegen jetzt den Toxic eh immer noch drauf. Jetzt mit dem Stoutland und dann können wir vielleicht gucken, dass wir mit Dazing Leaf und so weiter pressuren. Das schätze ich mal, könnte der Play sein, weil ich weiß sonst gerade ehrlich nicht, was ich dagegen machen soll. Wir müssen gucken, dass wir mit Scarfkin Black dagegen durchgehen, das Game so gewinnen. Ich glaube, ich drücke jetzt hier einfach Toxic. Wir müssen einfach hoffen, dass wir ihm keine Möglichkeit geben, die Toxic wieder wegzukriegen. Ich vermute, ich drücke jetzt V-Play und er drückt Wish. Okay, gut. Das heißt, wir drücken jetzt einfach mal. Wir können jetzt hier bellen, ne? Das ist halt ein bisschen annoying. Ja, kommen wir nicht weit. Ja, drücken wir jetzt einfach hier Dazzling Beam und hoffen einfach, dass das genug Damage macht. Weil ich weiß nicht, Umbreon ist halt super, 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 super nervig. Wir haben unser Stoutin jetzt einfach toxic gelassen. Wir wechseln Latias auf dem Dazzling Beam, das was ich nicht verstehe. Was ich verstehe, weil das macht einfach komplett gar nichts. Okay.
Ja gut, dann muten wir jetzt einfach raus und critten. Das ist halt annoying für ihn, aber das passt schon. Drückt selber Toxic und wir drücken jetzt einfach Dragonclaw und kriegen hier den Kill. Das Problem ist halt, er kann dann wieder in Umbreon gehen und eigentlich ist der doch Dragonclaw der beste Play. Ja, und dann ist halt wieder ein bisschen doof. Wir können halt in Coco gehen, damit der sich nicht drücken auf Umbreon, aber ich weiß nicht. Wir machen immer noch nicht viel Damage, das Problem. Wir wechseln Glaceon. Gut, da gehen wir einfach in Slowking. Er hat den Shadow Ball, ne, aber ich glaube, ich kann einfach in Glaceon gehen. Ich kann einfach in Slowking gehen. Wenn er halt tatsächlich den Shadow Ball drückt, kann ich danach halt in Links gehen. Ich drücke Ice Beam, perfekt. Ich weiß jetzt nicht genau, Slowking, The King, wie viel jetzt Glaceon macht. Vielleicht, ich glaube, Shadow Ball sollte nicht ausnocken. Würde ich einfach mal jetzt behaupten, deswegen passt das Ganze hier eigentlich. Generell glaube ich auch nicht, dass er drin bleibt. Und ich könnte jetzt einfach in Stoutland wechseln, das sollte eigentlich das safeste Play sein, genau. Würde ich es vermutlich wishen, und dann habe ich ein Problem. Ja, Toxic ist der Play, glaube ich, auf dem Wish. Und dann wird er Dings hier bellen und. Oder tut aber nicht. Tut er nicht, das ist gut, das heißt, wir können jetzt einfach dessen leben. Weil wenn wir 2-hitten würden mit Toxic oder generell vielleicht 2-hitten, wenn wir Glück haben oder so, glaube ich nicht dran, aber dann wäre das halt ziemlich, ziemlich nice. Aber gut, er wechselt aus, okay. Das ist interessant. Mein Play ist es irgendwie. Ich krieg aber nicht Tofukoko rein gegen, weil ist vermutlich Scar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So sieht das jetzt danach aus. Wie viel Speed? Ja, gut, das vermute ich einfach Scarf Glaceon oder so, ne? Wir könnten Fusion Bolt, aber das ist halt defensiv der Typ. Ist auf dem Slow King. Er drückt Shadow Ball, das ist okay. Problem ist halt, das macht halt nicht viel. Und er kann halt aber danach hier bellen auf uns und dann so verwerben keinen Toxic mehr. Ja, das sieht ziemlich, ziemlich over aus, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, ja, wir können halt nicht viel machen. Also es ist halt einfach ein bisschen annoying hier. Und, ja. Quick Attack wäre jetzt cool. Ich habe anfangs überlegt, ob ich Quick Attack auf dem Weg spiele. Ich wechsle aber mit Billion, was meiner Meinung nach ein Joke ist. Weil, ja, okay. Weil der jetzt hier geteawaved wird und wir können danach in Tapu Koko gehen, Dazzling Gleam drücken, wenn er uns jetzt killen sollte. Und, dann kriegen wir vielleicht nur das, Umbreon gekillt, wenn wir Glück haben mit zwei Dazzling Gleams, was halt ziemlich, ziemlich cool wäre, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Eigentlich sollte er, wie gesagt, ein Umbreon wechseln und erstmal gucken, dass er Dings wegkriegt. Oh nee, das ist super annoying, dass er tatsächlich. Das ist kacke, dass er gepaart wurde, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, ja, also. Warum sagt er GG? Wait, was macht er? Wieso drückt er V-Play? Was? Glaubt er, dass ich Lust habe oder was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was? Ich glaube, er wirft das Game weg. Ist egal. Wir nehmen das Game, wenn er es wegwirft. Drücken der sein Leben und, okay, er wirft das Game weg. Ja gut, dann, GG. Muss ich nicht verstehen, oder? Weil der Punkt ist halt, er hätte das Safe mit Umbreon gewonnen. 100%. Er hätte auf dem Slowking in Umbreon wechseln, einfach wishen müssen, hier bellen. Und ich hätte ihn nie besiegen können, weil er hat mich mit V-Play, Wish, Protect ausgestallt. Vor allem da er Lefties, er hat das Game komplett geschockt. Also das war richtig, richtig, also ich will jetzt nicht gemein sein, aber das war richtig, richtig schlecht von ihm. Weil er hätte das Game 100%ig gewonnen. Das ist komplett, also es ist verdient, dass ich das Game gewonnen habe, weil er hat halt schlecht gespielt, aber es ist halt, also es fühlt sich nicht wie mein Verdienst an, weil mein Gegner hat einfach schlecht gespielt. Aber okay, ich hoffe, dass du das siehst und dass du weißt, dass du das safe hättest gewonnen. Also 100%, weil ich habe nichts gegen, aber, hä? Ich meine, ich nehme das, ne? Aber es ist halt einfach bad. Aber ja, vielleicht will ich auch nicht so gemein sein, aber es ist halt, ja. Ich meine, ich nehme den Win, ne? Es ist halt, keine Ahnung. Es ist. Ich meine, wenn wir mal hier hingehen, nochmal zur Situation. Weil Umbreon, was sollen wir denn dagegen machen? Also, Kyurem Black killt den nicht. Und ja, was ist denn da jetzt gegen Slowking? Ja, zum Beispiel, er hat für mich gedacht, dass wir Toxic haben, das ist okay. Vivillon, okay, Para, ja, whatever. Ganz ehrlich, vielleicht denkt ihr jetzt, dass die Para gemeldet hat. Der hat es überhaupt nicht. Para war besser für ihn. Weil jetzt hier hätte Heal-Bellen können. Safe Heal-Bell. Und dann, was sollen wir denn machen? Hier hätte er einfach Heal-Bellen, sondern Wishen, Protecten, dann ist er einfach vorbei. Weil GG geschrieben hat, einfach aufgegeben. Was einfach.
falsch war. Es war einfach nicht der richtige Play. Aber okay. Das war dann einfach gechoked. Und dadurch hat er verloren. Da würde ich mal sagen, bis dann und ciao.